Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ja, bei Emergency 4. Wir sind zurück in der Mod 3 und diesmal habe ich den LA-Mod ausgesucht. Ja, das ist hier aber nicht der LA-Mod im Singleplayer, das ist diesmal der LA-Mod im Multiplayer. Und wir haben hier auch einen netten Kollegen dabei, der kann ja mal Hallo sagen, der gute Kies. Und mit dem werden wir heute ein ausnahmsloses Abenteuer bestreiten, ja. Wir haben es jetzt so aufgeteilt, dass der gute Kollege hier die Polizei macht und ich die EMS-Abteilung. Und so sollte das eigentlich funktionieren, ja. So, jetzt muss ich mir nur noch schnell so einen Timer stellen. So, irgendwie so, keine Ahnung, so. Ja, wir haben hier ein, was ist das? Eine Heart Attack. Chris, eine Heart Attack, ja. Was? Es ist echt brutal. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es wieder so rumbackt wie gestern, weil das war ja echt nicht schön, wo du dann deine Einheiten nicht mehr gesehen hast. Aber naja. Der LM-Mod ist ein bisschen verbuggt. Das ist leider so. Sudala. Ich werde auch wahrscheinlich nur eine Folge davon jetzt bringen, weil irgendwie so... Ich glaube, eine Stunde will sich das echt keiner antun. Darum lasse ich das mal den Leuten erspart. Es wurde ein Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge gemeldet. Was? Alter, was? Hä? Ui, ja. Alles klar. Da ist ja ein Mega-Unfall. Oh Gott, es brennt da unten im Wald. Ja, und es explodiert. Naja, geil. Ja, wie soll ich da jetzt rankommen am besten? Ja, von der Straße vielleicht. Ja toll, über den Zaun komme ich nicht. Von hier kann ich da das vergessen, obwohl da könnte ich vielleicht immer einen Fire Engine, der dann hier von hier löscht. Ja, und dann am besten gleich hier so... Wow, das breitet sich wieder aus. Dann am besten gleich hier so einen Leiterwagen. Das... Boah, das fackelt hier richtig ab, ey. Ja, geil. Das ist jetzt super. So, dann kann ich hier mal das Team aussteigen. Lodi, ihr braucht den Schlauch. Ist mein... Ah, da ist mein Leiterwagen. So, Leiterwagen, dann fährst du jetzt mal hier hin. Bin ich oben? Ey, was macht die? Das ist natürlich immer gut. Was machen die jetzt? Ey, gib mal nochmal richtig. Ich brauche hier nochmal einen Werkzeugwagen. Manu, das ist ein guter Kumpel von mir. Hey, wer ist ein guter Kumpel von dir? Hat jemand im Chat gefragt, wen ich da am Start hab. Achso, okay. Boah! Ich glaube, dass ich mit dem Chat reden muss, ne? Ja, das muss ich zum Glück nicht. Ich rede nur mit euch Zuschauern, aber wenn ihr das seht, dann kann ich leider nicht mehr mit euch reden. Ja, das ist nur, dass deine Zuschauer Bescheid wissen. Ja. Ja, das Streamen, ich weiß nicht, Streamen mit Emergency 4 habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Darum mache ich das nicht mehr. Beziehungsweise ich habe es noch nie gemacht. Nee, aber es ging bei mir jetzt gerade nicht so wirklich. Also weil ich mache es jetzt über YouTube Gaming und YouTube Gaming ist ein bisschen zickig bei alten Spielen. Darum habe ich das gelassen. Was gibt's über den LMO zu sagen? Da gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Der ist ja hier von Newton Hopper erstellt worden, ja. Und hat viele Features. Also ich glaube, das Wichtigste sind auf jeden Fall die ganzen Fahrzeuge, was er eingefügt hat. Von Skripts her könnte man noch mehr machen. Siehe Bielefeld Mod, aber ist jetzt glaube ich auch nicht so wichtig irgendwie. Weil es funktioniert ja an sich gut. Das Feuer hier ist irgendwie so blöd gesetzt wie noch nie. Das kannst du nämlich kaum hier wirklich bekämpfen. Ja, ich lasse es jetzt einfach ausbrennen. Nicht ausbrennen. Boah, das ist so laut, ey, wenn die hier immer löschen. Manchmal ist das Spiel... Das Lustige ist ja, man sieht hier im Dings, ich habe das Spiel hier leise, fast komplett auf Minimum. Und jetzt gehe ich in Game, gehe hier an das Feuer hin und es ist arschlaut.
Es ist super. Ich habe einen Award bekommen. Ach so, ja gut, wir müssen die vielleicht mal aus den Autos rausschneiden, fällt mir jetzt auf. Ja, gute Leute. Wir brauchen eine Rettungsschere, würde ich mal sagen, hier. Oh Mann, Alter. Was sagst du denn? Müll sich jetzt in diesen Mann, das finde ich ja geil. Und jetzt hier noch so irgendwie den da unten. Ach, der ist verbrannt, alles klar. Alles klar, ja, da brauchen wir uns dann nicht mehr kümmern. Toll, jetzt hätte ich natürlich gleich mal hier ein paar Paramedics mitfahren lassen können, dann hätte ich die gleich hier annehmen. Aber naja. Achso, mein Paramedic Out. Ja, das ist irgendwie echt geil. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, die Singleplayer-Map, das ist eine andere. Die habe ich auch schon gespielt, die ist aber sehr stauanfällig. Also bei mir ist es da oft passiert, dass da dann gar nichts mehr ging, weil irgendwann alles verstaut war. Und ich konnte natürlich nichts dafür. So wie ich immer in allen Sachen nichts dafür kann. Ja. GTA 5. So. Hier Corona. Der coronet alle. Wie schaut's mit dem Feuer aus? Ja gut, das brennt jetzt eh alles aus. Du, das ist kein Ding, ey. Kriegst du mein Award? Achso, das hab ich gekriegt. Ja, hast du es gestern mitbekommen? Da hatte ich, glaube ich, am Ende 20 oder so. Aber ich fand es echt lustig gestern. Also, es du musst ein Ding setzen. Junge. So lala. Gut. Die Paramedics brauchen wir auch nicht mehr. Aber wir brauchen jetzt noch Abschlepper. Jetzt siehst du jetzt. Jetzt hier. Das ist schon alles verbrannt, wow. So Leute, ihr könnt wieder abziehen, ihr könnt jetzt wieder Kaffee trinken den ganzen Tag. Ja, meine Damen und Herren, so geht moderne Abholzung, ja. So. So macht man das heutzutage. Ja, so geht das. Also Kinders, wenn ihr in den Regenwald schaut und es sind keine Bäume mehr da, dann waren da wohl schlechte Feuerwehrmänner am Werk. Wieso tut eigentlich deine Polizistin hier in die falsche Richtung umleiten? Das ist irgendwie ein bisschen... Für den Arsch. Doch. Wo denn? Hey, schau mal da. Da wo der LA-Wagen, wo der CVPI steht. Die leitet genau in die andere Richtung um. Genau in die falsche. Die ist verkehrt rum. Man fährt auf der rechten Seite. Du verstehst jetzt gerade, glaube ich, nicht, was ich meine. Ja, wenn man auf der rechten Seite steht. Jetzt warte mal. Jetzt muss ich die jetzt mal hier... Genau. Schau mal her. Jetzt guck mal hier, wo jetzt mein Feuerwehrwagen steht. Die Autos kommen von hier, kommen hier in die Richtung. Und die steht genau verkehrt rum. Bei mir ist die in die richtige Richtung. Bei mir ist sie in die falsche Richtung. Oh lol. Alles klar, Erdbeben. Yo, wahrscheinlich. Ach nö, ey. Aha, Chris. Wieso hast du nur in den Feuerwehrwagen stehen? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, da verstößt jemand gegen Richtlinien. Und ich brauche übrigens einen Abschlepper, ja? Weil ich muss hier wieder abschleppen. Weiß ich, bringt dann Leiterwagen was? Der hat wahrscheinlich nicht wieder die Werkzeuge. Oh, jetzt brennt sie wieder. So Leute, ihr könnt doch keinen Kaffee trinken, es geht weiter. Weiter. Ja, die Autos müssen auch noch an zur Abtrennung. Ja, wie? Ich brauche ja erst Rechte. Ich habe keine Rechte. Ja toll, Leiterwagen. Ist okay, vergiss einfach mal einen Feuerwehrmann hier. Das ist echt voll die Kameradenschweine. So, jetzt flacken hier überall so Leute rum. Die müssen wir dann auch hier jetzt dementsprechend abtransportieren.
Gib mir mal gleich ein paar Mal immer. Ich muss sie jetzt überall so Paramedic-Wagen hinschicken. So Paramedic-Wagen. So, jetzt muss hier noch einer hin. Wo liegt die? Die liegt hier in ein Haus, alles klar. Ah, in den Haus wahrscheinlich. Ja, die kann man nicht immer ausmachen, so wirklich, die Leute. So, und die liegt hier auch in dem Haus. Da unten brennt es immer noch, aber das müsste jetzt eh bald abgebrannt sein. Nein, du sollst ins Auto einsteigen und nicht in den Korb. So, dann kann jetzt der auch mal hier zu dem Feuer. Ich habe ihn natürlich abgewählt, alles klar. So Leute, Graphic Deployment würde ich sagen. Ja. Jetzt kümmern wir uns mal hier um die verletzten Bubis. Weil ich habe gehört, denen geht es nicht so gut. Wieso kann ich jetzt hier keine Medic-Tasche? Habe ich jetzt ernsthaft hier den Falschen mitgenommen oder was? Ach, der liegt hier. Oh nein, jetzt habe ich der Knaller hat keinen EMT-Officer mitgenommen. Scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so gut. So, du, mein Freund, des Lichts. Gehst hier rein. Oh, yo. Yo, Bombenalarm. Richtig schnell. Ich kann dir die Gott jetzt. Gott, wie heißt denn das Ding? Hier Bomb Squad. Hä? Ah oh nein, jetzt brauche ich einen Leiterwagen. Wo ist denn der? Der ist doch hier oben. Bullenwagen hier oben. So schnell. Meine Damen und Herren, ja, ich brauche einen Leiterwagen. So, was ist jetzt hier los? Okay, das Feuer wurde gelöscht anscheinend, oder? Ja. Okay, gut Leute, dann könnt ihr jetzt wieder einpacken. Diesmal könnt ihr aber jetzt wirklich einpacken, ja. Das habt ihr euren Urlaub, habt ihr euch jetzt verdient. Einpacken. Alles einpacken. Du auch einpacken. Oh, Shoplifting, Chris, jetzt geht's aber ab hier. So. Okay, der gehört nicht mir. So. Was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir jetzt noch den Verletzten. Hoffentlich kann er den helfen. Ja. Nee, kann er nicht. Ja, dann tun wir den jetzt einfach hier rein. So. Und der, dem muss auch noch geholfen werden. So, haben wir dann alle? Was ist mit ihm? Okay, sie wird schon behandelt. Dann kann er hier rein. So, was ist denn hier noch? Ach, da brauchen wir den Leiterwagen, stimmt. So Leute, dann geht's jetzt mal, dann muss jetzt der Arzt hier praktisch rein. So, dann fährst du jetzt mal hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ich den Bielefeld-Mod schon vorgestellt habe. Ich glaube, den habe ich noch nicht vorgestellt. Nee. Sonst hätte man dann eine Vergleichsbasis irgendwie. Ja, wo soll... Hm? Die Fälle ist wieder viel besser.
Ja, es geht irgendwie. Jo. Es ist realistischer, sagen wir es so. Shots fired, alles klar. Hier, für den Kollegen kommt halt auf ihn. Wow, das ist genau... Boah, hier geht's jetzt gehört voll ab. Ja, Leute, ich wiederhole ja nochmal. Ich zeig hier vor allem nur die LAFD-Einsätze, weil ich halt jetzt dafür zuständig bin. So kommen die zu weit, ja. Ja, wo soll denn hier jetzt jemand liegen? Ach, da! Okay, jetzt sehe ich ihn erst. Boah, das war jetzt knapp. So, jetzt ist aber der Arzt endlich da und kann denjenigen behandeln. So. Ja, und dann haben wir eigentlich schon alles, glaube ich, oder? Hier oben ist noch was. Ah, nee, der muss noch abtransportiert werden. Ja, der ist heute für uns mal ein bisschen weniger. Das ist ein Stone Vehicle, Chris, was ist da los? Ich glaube, das Spiel will dich für gestern bestrafen, ist das Gefühl. So, jetzt wären eigentlich so die 15 Minuten um, aber ich mache jetzt noch mal ein bisschen Überlänge. Ist jetzt egal. Zeit ist Geld. Komm, mach mal 25 Minuten. Für die, was es sich wirklich anschauen sollten und denen es wirklich gefällt, die haben dann hier mal ein bisschen was davon. So, was ist mit ihm? Ja, er kann doch auch mal zur Basis fahren. So, und der ist jetzt auch soweit stabilisiert, das heißt, den können wir dann auch soweit jetzt hier tragen. So, dann nimmst du den jetzt mal hoch und gehst wieder in den Korb. Perfekto. So, da, da. Dann gehst du jetzt hier rein. Und dann kann der Wagen hier schon wieder zur Basis fahren. Ich finde den Leiterwagen hier vom LA-Mod echt am schönsten, muss ich sagen. Oh, das ist zum Glück nur ein kleiner Verkehrsunfall. Kommt jetzt ernsthaft, der Wagen geht direkt vorbei, oder was? Ja gut, dann kann er ja gleich helfen hier. Der Leiterwagen, der ist aber jetzt auch schon hier die ganze Zeit nur im Einsatz. Ah, die armen Kerle. So, da, da. Was denn? Ja, die haben zum Glück schon Rettungsschirm dabei. Chris, dieses Directional funktioniert glaube ich sogar wirklich. Das ist voll gut. Wie meinst du? Wenn du das Directional hinten anmachst, dann drehen die Autos glaube ich wirklich um, wenn du das Auto so richtig stehen hast. So zum Beispiel wie jetzt das Feuerwagen-Auto hier. Und jetzt pass auf, ach der fährt, der biegt hier links, aber ja gut. So, dann können wir hier jetzt gleich wieder einen CVP, eine Not-NEF rufen. Und dann brauchen wir nur noch Abschlepper. So, dann sind jetzt die Ärzte auch da. Na, schon wieder Animal Attack, what the fuck, Alter. Eine Animal Attack. So, dann rufen wir mal gleich hier den Abtransporter, sozusagen. Ja.
da ist dann gleich der erste Abtransporter. Sehr professionell. Was? Wie ich das mache? Professionell. Da steht übrigens immer noch das Auto, ne, von den einen Typen da, der was geklaut hat. Ja, ich sehe das immer noch. Ernsthaft, ja, dann lass mich das dann abschleppen. Ja, dann machst du. Ja, ich hab hier... Ich bin hier gerade immer noch bei dem Verkehrsunfall. Aber warte, ich schlepp's ab. Hab ich schon. Hasch es. Okay. Oh mein Gott, an und... Oh nein, schon wieder ein Waldbrand. Schnell, mach schnell, mach schnell, bevor es es ausbreitet. Ja, das ist eine gute Geschichte. Das ist zum Glück gleich am Akku, das heißt, der Wagen fährt los und kann gleich löschen. Ja, das müssen wir jetzt eigentlich schnell unter Kontrolle bringen, weil es hier direkt dran ist. Perfekto. Yo, das war ja mal hier voll das krasse Feuer. So, und jetzt brauche ich nochmal einen Leiterwagen. Alter, was für ein Leiterwagen? Nee, nochmal einen Abschlepper. So, das Feuer haben wir dann auch gelöscht, perfekt. Ich brauche mal Rechte. Das finde ich irgendwie bei Merchants ein bisschen nervig, dass das immer so mit diesen Umspringen, dass man das nicht aufschalten kann. Was ja eigentlich echt voll sinnlos ist. Aber naja. So, jetzt erstmal hier ein bisschen näher hingehen an das Geschehen. An den krassen Verkehrsunfall. So, jetzt brauchen wir hier praktisch einen... Nee, einen Abtransporter. Hier ist er. Was ich echt nicht verstehe, ist, dass Emergency 2017 oder so zum Beispiel auch nicht solche Mod-Möglichkeiten mehr hat. Das ist echt schade. Das wäre sonst echt zu geil. So. Dann der nächste. So, und dann ist das auch hier fertig. Dann kann der Leiterwagen jetzt endlich mal in Feierabend gehen und hier der Rest auch. Zumindest, wenn jetzt dann noch der zweite Tow-Truck angekommen ist. Der jetzt hier aber schon fast da ist. So, und fertig ist die Geschichte. Ja, das funktioniert ja schon mal deutlich besser als gestern. das ist gestern... Ich glaube, das müssen die Leute nicht wissen, was da gestern passiert ist. Nee. Das sind auf jeden Fall alles nur Unterstellungen. Also, das ist unwichtig. Und ich habe schon wieder ein Award, das gibt's nicht. Die Musik spielt wieder ein. Das Verlust, den man erkennt anhand der Musik wirklich, ob was passiert. Aber die Frage ist, was passiert? Arsonist, oh mein Gott, ja, geil. Hier ein... Ja, nee, zwei Einsätze sogar doppelt. Oh, da prügeln sich Hoonigans. Ja, die prügeln sich knallhart. Da wird jetzt Chris bestimmt wieder mit der Army anrücken, würde ich sagen. Und hier fackelt es schon wieder. Guter Herr, ich brauche schnelle Rechte, ja. Ganz schnell. Die Frage ist, müssen wir das jetzt wieder von innen löschen? Obwohl brennt da das Gebäude. Das, ich glaube, das ist, ja, da brennt das Gebäude. Aber irgendwie hier so von vorne juckt es das Gebäude nicht. Ey, ich brauche Rechte, ja, hallo. Ich glaube, der gute Herr ist hier gerade eingepennt. Ha.
Chris? Hallo? Ich glaube, der ist gerade wirklich irgendwie eingepennt. Ja, die Hoonigans prügeln sich hier gerade. Und der Dings hier, der was sie die ganze Zeit Feuer legt, der tut sich auch hier einfach. Jetzt hat er Burger King auch noch angezündet. Nein, nicht den Burger King. Ja, ich kann nichts machen, Leute. Ich habe hier gerade nicht die Rechte dazu. Das springt ja in Emergency 4 im Multiplayer immer wieder um. Einmal der. Aber ich kann jetzt im Prinzip nichts machen. Zumindest bis die Zeit abgelaufen ist. Bei ihm. Weil der scheint wohl gerade irgendwie ein bisschen AFK zu sein. Wieso auch immer. Aber naja. Im Stream bewegt sich seine Maus auch nicht mehr. Ich glaube, der ist gerade irgendwie ein bisschen... Und da ist schon wieder der... Jetzt hat er das nächste Gebäude angezündet. Wow, hier ist der böse Bub. Oder die böse Bubin, besser gesagt. Die zündet hier gerade alles an, das gibt's nicht. Ja, so wie dazu. Es ist natürlich super. Ach, da muss, ich glaube, da muss er dazu echt nichts sagen. Ich frage mich ja gerade, was sie jetzt noch alles anzündet. Ja, so, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Rechte. Jetzt können wir hier mal ein bisschen anfangen schon mal. So, ich würde sagen, wir holen jetzt gleich mal den Leiterwagen. Obwohl der hat der überhaupt... Dings? Ja, okay, gut, dann holen wir den Leiterwagen. So, da, da. Und dann fangen wir gleich mal mit dem Löschen an. Da ist er. Und dann geht das los. So, so, so. Ich weiß nicht, sollen wir zuerst den Burger King löschen oder zuerst das andere Gebäude? Ich glaube, das ist Kopf wie gesprungen, ehrlich gesagt, aber naja. Ob ich jetzt eh... Obwohl Burger King ist natürlich sehr wichtig, weil der Burger King, ja, da müssen wichtige Geschäfte erledigt werden, ja. Wenn der Burger King brennt, da geht die Welt unter. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, was macht die jetzt gerade? Zum Schluss fackelt die jetzt gerade noch mehr Gebäude ab. Ich sehe die nämlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die ist. Und die stehen hier alle mitten auf der Straße rum, das juckt die irgendwie gar nicht. Dass sie hier alles blockieren. So, wir fahren hier auf den Parkplatz. Da haben wir hier... Können wir hier besser löschen. Und jetzt blockieren die natürlich alles. Super. Komm, jetzt geh mal auf die Seite da. Ich muss da durch. So, und dann würde ich sagen, fangen wir hier so mit den Löschen an. So, mein Freund, jetzt geht's aber löschen. So, meine Damen und Herren, ja, es geht los. Ihr holt euch jetzt bitte schön alle eine... Nein, nicht das. Ihr sollt euch ein... Hallo? Firehorse? Oh, jetzt sagt bloß, das Fahrzeug hat nichts. Ich hab doch extra geschaut. Das hat es doch. Oh, dann holt euch einen Feuerlöscher. Was macht der Hund hier? Ja gut, dann müssen wir das jetzt per Feuerlöscher löschen. Können wir jetzt auch nichts machen. Wenn wir hier keine... Oh, jetzt ist wieder so laut. Ja, und da hat sie das nächste... Folge angezündet. Ah, oh, super. Wenn es jetzt wieder hier bis zur Biogas... Oder was es für eine Anlage ist, dann haben wir wieder ein Problem. Dann haben wir nämlich wieder genau den gleichen Fall wie gestern. Das breitet sich hier deutlich aus. Just saying, just saying. Ja, vielleicht schneide ich hier auch zwei Folgen raus. Oder drei Folgen, wer weiß. Ja, der Nebel hier schaut aber auch geil aus. Schaut echt geil aus. So, wie schaut's aus, guys? Gutes Gebäude haben sie gelöscht. Dann können sie mal feuern, dann können sie mal weitermachen. Hier, würde man sagen, einfach hier mal so ein bisschen die Strukturen. Ja, wir müssen es auf jeden Fall eindämmen. Sprich, wir sollten mal hier schauen, dass wir hier vielleicht hinkommen, dass es sich nicht weiter ausbreitet. Weil das ist halt echt wichtig, weil wenn es sich ausbreitet, haben wir ein großes Problem.
So, das heißt, wir fahren jetzt mal hier rüber. Das ist natürlich echt geil, das mit einem Feuerwehrwagen zu löschen alles. Aber ja, und okay, wir müssen hier runter, weil wenn die Biogasplantage hier anfackelt, dann haben wir ein verdammt großes Problem. Dann nämlich wird das hier eskalieren. Aber bis jetzt ist es noch relativ weit entfernt, also alles gut. So Leute, dann geht es jetzt hier mal weiter, würde ich sagen. Ja gut, wir müssen hier die Straße natürlich auch mal regeln, aber... ja gut, oder wir fahren hier einfach in den Hinterhof. So ging es natürlich einfach. Das ist ein Fahrzeug, ne? Aber es schaut nicht so aus. So, wo ist es vorher unten? Okay, es hängt noch an den einen Gebäude. Das geht nicht. So, dann lassen wir die jetzt mal da einfach ein bisschen rumhamstern. So, jetzt haben wir wieder recht, jetzt können wir hier noch einen Feuerwehrwagen hier ordern. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Und jetzt müssen wir langsam angreifen, weil jetzt langsam springt das hier nämlich über. Und wenn es überspringt, dann haben wir ein dezent großes Problem. Und was macht er jetzt hier bitte schön? Der geht hier gerne mal ein bisschen spazieren. Das kann man natürlich auch machen. So, was ist jetzt hier? Ist jetzt, macht jetzt der eigentlich hier weiter oder? Nee, es ist soweit. Okay. So, die, was hier die ganze Zeit alle Gebäude anzündet, die läuft immer noch frei rum. Die zündet hier gerade schön um sich her. Das ist natürlich immer gut. Hier fackelt alles ab. Ja, ich kann echt nichts machen. Das ist hier... Irgendwas ist jetzt hier explodiert. Oh, die Autos hier explodieren, okay. Wow, und es werden immer mehr Opfer. Das ist echt zu geil, nur weil der Kollege hier AFK ist. Also wir machen jetzt mal hier das Directional an, dass der Verkehr jetzt zumindest nicht sich staut. Ja, das ist halt jetzt echt blöd. Ja, gut, das kann man vergessen, das staut sich hier eh alles. Da machen wir jetzt hier auf 9:30, ja. Das ist halt jetzt echt blöd. So, dann möchte ich jetzt mal das Gebäude nehmen. Es geht los. So. So weit, so gut. Wir müssen halt jetzt nur schauen, dass es hier nicht überspringt. Weil das Gebäude brennt jetzt hier, glaube ich, schon fast. Aber wir haben nicht genug Einheiten, um denen zu entgegenzuwirken. Es wackelt hier nämlich. Ah, Entschuldigung, aber das ist gerade wieder genauso wie gestern. Oh mein Gott. Das ist halt wieder genau 1:1 wie gestern. Jetzt explodiert hier nämlich schön alles. Die Leute sterben alle, weil sie drumherum stehen müssen wie so Hamster. So, und das Gebäude brennt noch nicht, das ist so gut. Oder brennt es hier schon? Ne, das brennt noch nicht. Okay. Sobald das Gebäude hier brennt, müssen wir auf jeden Fall, ist allerhöchste Stufe, dass wir hierher müssen. Weil wenn die Anlage hier brennt, dann ist, dann haben wir echt ein Problemchen. Problemchen, Lolechen sozusagen, ja.
Das ist geil, dass ich gerade sozusagen hier im Stream auch so mitmoderiere. Obwohl ich hier eigentlich gar nur für mein Let's Play hier. Oder was halt eher Let's Show? Ja, Let's Show hier. So. Die hier sind alle ein bisschen kaputt. Die stehen ja alle so rum. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, hier explodiert alles, das ist super. Das ist, das freut mich richtig. Und ja. Das Gebäude brennt noch nicht. Also hier können wir jetzt dann aber auch mal, können die sich jetzt wenigstens hier einen Schlauch holen? Ich glaube schon. So Leute, jetzt müsst ihr mal löschen hier. Ihr holt euch jetzt mal hier einen Feuer. Einen Dings, weil irgendwie mit einem Feuerlöscher hier rumzumachen, das bringt euch jetzt nicht wirklich was. So, weil hier ist ein Hydrant. Können sie gleich anschließen. So haben wir eher mal auch einen Hydrant. So, ist jetzt hier, hier ist muss, ah, hier, okay, der läuft außen rum. Alles klar. So, wie schaut's hier aus? Brennt immer noch nicht, perfekt. Ah, oh, jetzt haben wir wieder Rechte, okay, gut. Dann beordern wir jetzt hier gleich mal, kaufen wir mal nochmal einen Ladder Truck. Obwohl, der bringt uns natürlich nicht viel. Haben wir irgendwie so ein Fahrzeug, wo... Fire Engine. Ja, komm, hol mal hier so ein Fire Engine nochmal. Nur zur Sicherheit. Weil wenn das anbrennt, dann haben wir ein Problem. So, liebe Leute. Und ich würde sagen, an der Stelle tut es... Ich kann jetzt natürlich hier das auch noch weitermachen. Weil, aber das wird jetzt, glaube ich, hier eh jetzt sein... Wie soll man sagen? Das wird jetzt hier eh seinen Lauf nehmen. Hier brennt alles, weil jetzt natürlich der Kollege hier AFK ist, kann ich jetzt nichts machen. Es tut mir leid, ja, ich kann nichts machen. Und ich würde sagen, dann werde ich das LP an der Stelle, oder was, wieso LP, werde ich das Let's Test an der Stelle dann beenden. Ich glaube, ihr habt auf jeden Fall einen Einblick hier in den LA-Mod gekriegt, ja. Es gibt ja auf jeden Fall viele Einheiten. Polizeiseite konnte ich jetzt leider nicht so gut zeigen, dafür aber eher mehr die EMS-Seite, hier zum Beispiel hier der Unmarked CVPI oder hier der SUV, die konnte ich jetzt leider nicht so zeigen, aber ist halt Multiplayer, da muss man auch Rollen verteilen hier, das ist natürlich das. So, und jetzt nämlich hier das Gebäude brennt, da müssen wir jetzt nämlich schauen, dass es nicht anbrennt, weil sonst, wenn die Biogas-Dings hier anbrennt, dann haben wir ein Problem. So. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Bielefeld-Mod auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, mit der Abmoderation beende ich das dann auch hier. Ja? Schönes Chaos, 34 Tote wieder und überall brennt. Das ist, glaube ich, ein gutes Fazit. Ne? Ja, Leute, wir sehen uns. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja? Tschüss. Take it loose with the unthinkable, don't stop till you come first. Life's so unpredictable, take control of what you're worth. Wasting time's forgivable, but